So, Jasmin, aufstehen. Genau, du machst auch mit. Na, oh je, Mann, das sieht ja fantastisch aus. Jetzt gibt's wieder wildes Abgezucke, ne? Mr. Pet ist richtig, super. Ütz, ütz. Man hört leider nicht so viel. Sag mal leiser bitte hier, bevor ja, ne? Mach mal leiser bitte. Party hart. Ist auf jeden Fall schönes Rumgezucke. So ungefähr sieht das aus, wenn ich tanze. Man hört leider gar nichts von der Musik. Man hört nur Rauschen. Der Schweißbrenner. Stop it. Ja, ist schon okay, wenn die das reparieren. Muss auch irgendwann gemacht werden. So, ist Kagato eigentlich auch hier mit dabei? Ja, ne? Du sollst eigentlich leicht verbrennen, Kagato. Ach, bist du auch noch dran. Du bist aber auch Teil unserer Religion. Dann würde ich fast sagen, geh doch vielleicht erstmal mitfeiern. Stopp. Entfernt Dreck. Magst du keine Party machen? Nicht perusierbar, Lichterkugel ist verboten. Du sollst gefälligst mit Party machen. Mensch. Ja, dann kannst du weiter leicht verbrennen, nehme ich an. Das sind jetzt auch. Das ist einer zu wenig, ne? Du musst mitfeiern, Kollege. Kriegen wir das noch hin? Wie? Die Party war langweilig? Sag doch sowas nicht. Aufgrund der folgenden Faktoren lag die Qualität des Rituals bei 64%. What? Das ist doch gut. Minus 1 auf Stimmung. Die Party war langweilig. Schlechtes Tanzen, lausige Musik sorgten dafür, dass sich die ganze Sache wie Zeitverschwendung anfühlte. Es seid doch alles blöde Arschkühe, sag ich euch. Da habe ich euch jetzt extra alles aufgebaut und sagt, es war eine langweilige Party. Die sind echt alles verwöhnt, ne? Mal wieder Cluburlaub wollen die hier machen. Wir sind hier am Kämpfen, hier liegen noch lauter blutende Leichen rum, da wollen die eine riesengroße Party da mit etlichen Lautsprechern und weiß ich was alles. Wir sollen zufrieden sein mit dem, was wir jetzt da aufgebaut haben. Langweilige Party. Pff. Ich glaube, ich spinne. Die brauchen einen gigantischen Ritualraum mit allem, was geht. Ja, wahrscheinlich. Das hier, die Kapseln da drin sind wahrscheinlich auch nicht so schön. Tatsächlich sind die Kapseln gar nicht schlimm. Und das Ding hier, das ist auch nicht schlimm. Keine Ahnung, Mann. Der Raum ist eigentlich groß genug, aber der ist wahrscheinlich zu hässlich. So, hier gibt es wieder ein bisschen Ambrosia. Hatten wir nicht sowieso hier einen Ambrosia-Hain? Der ist, glaube ich, verbrannt eben, ne? An dieser Stelle hier. Wenn Chris eine Party schmeißt, ja, so sieht das aus. Genauso, langweilige Party. Trifft tatsächlich ganz gut zu. Da hat wohl jemand den Punsch auf der Party mit Lack verfeinert. Jetzt habt ihr wieder einen Spruch, ne? Wir wollen halt Leute in den Kapseln nicht wecken. Das kann auch sein, ja, die wollten schön leise machen. Altar, Bodenbelag, Gebetskissen, Sprecherpult und. Zu wenig Lautsprecher, das kann auch sein, Nox, ja. Wir sind erstens zu wenig Leute gewesen für die Party. Ich glaube, wir waren nur zu viert. Wobei wir eigentlich fünf hätten sein müssen und wir hatten dann außerdem natürlich noch ne, zu wenig Lautsprecher. Aber das passt schon, wir werden das langfristig schon hinbekommen. Hauptsache, die haben jetzt den Malus von minus irgendwas, minus 5 oder so nicht mehr. Jetzt haben sie halt nur noch einen Malus von minus 1. Aber das ist okay. Das ist okay. Jetzt nochmal wieder alle zugedröhnt bis zum geht nicht mehr. Wie immer halt. Leiche gesehen, wurde eingesperrt. Das wird jetzt alles gleich dann verschwinden. Hoffentlich. So, hol dir doch vielleicht nochmal das Plasmaschwert, bevor das hier auch vergammelt. Und ansonsten tragen wir hier mal ein paar Leichen weg. Maul, wie sieht's denn mit dir aus? Du müsstest doch eigentlich in Katharsis drin sein. Wegtragen, wegtragen, wegtragen. Und hier denn auch noch. Ausgezeichnet. Dann kannst du direkt hier unten noch weitermachen. Den tragen wir noch weg. Und den Elefant würde ich auch am liebsten wegtragen. Und dann müssen wir dringend die Fallen neu errichten. Ganz, ganz dringend.
So, den noch und hier unten noch. Jesus, so viele Leichen. So, und hier liegen, glaube ich, auch noch irgendwo ein paar Leichen rum, aber das ist uns egal. Die können wir später immer noch abholen. So, habe ich noch ein bisschen Stahl vielleicht hier zu Hause? Sieht nicht so aus, ne? Kleines bisschen noch. Das ist zu wenig. Könnte ich jetzt hier unten anfangen oder ich fange irgendwo hier drüben an. Ich glaube, hier gab es auch noch Stahl. Hier drüben gibt es noch Stahl. Beziehungsweise hier oben gäbe es auch noch Stahl. Das lasse ich mir mal als Reserve hier drin. Dann bauen wir wahrscheinlich erstmal das hier ab. Und ja, die Holzfallen, die können wir ja natürlich jetzt schon errichten eigentlich. Da müsste Invisible nochmal ein bisschen... Du darfst mal was essen gehen. So. Beziehungsweise du kannst uns wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen Holz fällen. Das geht ja super schnell bei ihr. Das hier noch. Und dann sollte ich das einfach nochmal komplett hier drüber ziehen. Hauptsache wir kriegen jetzt ein bisschen Holz zusammen. Das hier noch und das hier noch. Ja, ja, ja. Immer mit der Ruhe. Wie lange bleibt denn jetzt eigentlich dieser Hai noch? Müsste irgendwann, glaube ich, auch die Gefangenen, wenn die verschwinden, ne? Dann müsste wahrscheinlich auch Hai verschwinden. Gehe ich mal davon aus. Dann wird der wahrscheinlich auch gehen. Jasmin, bitte nicht durchdrehen. Du schaffst das schon. Hat Leiche gesehen. Wir arbeiten dran. Das vergeht ja gleich. Wir arbeiten daran. No, Sandy brennt. Das ist nicht gut. Die Rüstung brennt. Das ist sogar noch schlechter. Hi, löscht die Rüstung. Du sollst sie nicht anziehen, du sollst sie löschen, Mann. Bist du ein Pyromane? Ach, du verweigerst ja alle Arbeiten. Oh Mann, ey, Lumpi. Rüstung löschen. Schnell. Wichtiger als unser Gefangener. Sandy legt sich einfach direkt wieder ins Bett. Ach, sag mal, Randy, das muss doch nicht sein, oder? Wenn du schon die Batterie explodieren lässt, dann vielleicht irgendwo hier vorne. Hm. Sowas muss doch gar nicht sein. So, Maul, jetzt hast du dich einfach ins Bett gelegt, oder was? Ja, du bist aber auch kurz vorm Durchdrehen. Dann lassen wir den lieber mal machen. Beziehungsweise... Trägt's Geißen. Woher hast du den jetzt hergeholt? Wo trägst du den hin? What? Wir haben hier hinten auch noch eine Zone. Ja, fantastisch. Das habe ich tatsächlich nicht mehr gewusst. Aber ist schon okay. Ach, hier haben wir eben die Leichen, beziehungsweise eben beim letzten Mal haben wir die Leichen da gelagert, als da die Kapsel runterkam. So, leg dich mal ins Bett, meinetwegen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was arbeiten? Du könntest noch ein paar Leichen verbrennen. Das schaffst du vielleicht noch mit deinem letzten bisschen Energie. Mal schauen. So, dann müsste ich dringend mal die MP-Granaten reintragen. Das wäre sehr wichtig. Wir haben keinen Strom mehr. Hier liegt auch immer noch die Schutzhose rum. Die könnte ich auch schon lange mal ausrüsten zum Beispiel. Wie wäre es denn hier mit... Ich weiß nicht, mit dir zum Beispiel? Ja, du hast eine Hose aus Sungarn an. Dann geben wir die das gleich einfach mal. Sollen wir vielleicht erstmal den Bogen reintragen? Nicht, dass es hier gleich wieder Tode gibt. Dankeschön. Okay, das ganze Rauchblatt haben wir jetzt noch hier. 900 Stück. Das ist eine ganze Menge. Das müsste ich auch dringend verarbeiten eigentlich. Ich brauche jetzt ein neues Lager. Aber schön. Hallo Temi, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir stets? Ah, ja, ja, Jasmin immer noch. Jetzt wird's gleich besser, ne? Da sind die Leichen raus. Jo. Hat ohne Tisch gegessen. Leichter arbeitslos, das ist gut. Sehr hohe Erwartungen. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir über 100.000. Jetzt haben wir es geschafft. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr Holz von dir. Wobei, wir haben ja hier noch ein bisschen was rumliegen, aber das wird trotzdem nicht reichen. Geh mal hier raus und holst da mal noch mal ein bisschen was ab.
Ich mach das mal kurz manuell. Ich weiß nicht genau, warum die das nicht sowieso macht. Wahrscheinlich, weil die erst noch das Feld anbauen möchte. Das noch, das noch. Und das noch und das noch. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Wir sind auch tatsächlich schon wieder eine Weile dabei. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange machen. Beziehungsweise, ich wollte eigentlich nochmal Pause machen dazwischen. Aber naja. Was soll ich sagen? Wenn du einmal in RimWorld drin hängst, du kennst das ja, ne? Direkt festgesuchtet wieder. Der Fallengang unten ist überdacht und dadurch ist die Brandschutzzone zu klein. Oh ja, das ist richtig. Das habe ich nicht bedacht. Das haben wir erweitert. So, dann bräuchte ich hier oben noch ein paar Stahlfallen, wenn es geht. Unter Sicherheit. Stahlfalle. Nein. So, und wir haben noch ein bisschen Jade bekommen, das ist ja ausgezeichnet. Habe ich genug Jade für eine Statue? Weil wir haben immer noch eine Inspiration. Haben wir schon, ja, super. Dann lasse ich die gleich mal... Ach, das Ding ist ja abgebrannt. Toll. Dann müssen wir erstmal eine Künstlerwerkbank bauen. Hier brauche ich ganz, ganz dringend eine Tür drin. Kannst du bauen, Lumpi? Du willst nicht konstruieren. Das ist schade. Hier drin ist nämlich der ganze Boden verdreckt, ne? Deswegen geht natürlich die Forschung ultra langsam. Das muss man immer bedenken. Also der Boden, der saubere, der ist sehr wichtig. Und Licht für die Forschung ist auch recht wichtig. So, Senni hat wahrscheinlich eine Wundinfektion bekommen. Das war klar, dass das früher oder später der Fall ist. Jetzt auch noch mit den ganzen Brandwunden. Auch noch am Hals. Eieiei. Wir geben dir Kräutermedizin. Ich hätte dich nämlich echt gerne dabei. Einmal behandeln, bitte. Wir haben auch super viele Drogen reinbekommen, ne? Hier, die 24. Ist aber Flake, das finde ich gar nicht gut. Flake, würde ich nur sehr, sehr ungern hier konsumieren lassen. 70%, immerhin. Immerhin. Das hier müsste alles mal da raus. Oh, das darf nicht wahr sein, aber das ist das Cluster. Damit haben wir ja gerechnet. Wegtragen, wegtragen und wegtragen. Ist trotzdem super viel. Ein mechanoider Kampfcluster landet in der Nähe. Cluster bleiben zunächst inaktiv und so weiter und so fort. Das ist auch ganz hier unten. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlimm. So. Haben wir jemanden hier draußen, der da zufällig gerade reinrennt? Nee, ne? Tatsächlich nicht. Sehr gut. Was ist denn das? Wir kriegen einen Brummer rein und der wird nur von zwei Mechanoiden gedeckt? What? Wer hat sich denn das wieder ausgedacht? Und ein Schild vor allen Dingen. Also ich müsste wahrscheinlich nur auf die instabile Energiezelle schießen und das würde wahrscheinlich alles in Wohlgefallen sich auflösen. Aber um ehrlich zu sein, würde ich die Energiezelle gerne haben. Ist natürlich die Frage, wie ich das da raus operieren kann. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Ja, das hier betrachtet gar nicht. Ich glaube, ich muss da nur reingehen und hier drauf schießen und dann geht das alles in die Luft. So, wer kennt es nicht, genau. Hallo Red, guten Abend. Drei Geschütztürme, Scharfschützengewehre. Ich kann durch dieses Schild hier nicht durchschießen. Das ist ein Bodenschild. Wehrt Bodenprojektile ab. Ich könnte da reinmörsern, ja. Ich könnte da reinmörsern, aber ich kann nicht von hier draußen reinschießen. Also ich müsste quasi hier unten rein. Beziehungsweise ich müsste hier drüben rein und dann könnte ich vielleicht auf die Zelle schießen. Ich müsste halt die Zelle instant treffen, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass ich das Ding dann direkt mit pulverisiere. Es muss halt sofort zerstört werden. Ich muss da einen Schuss drauf kriegen und dann muss sofort treffen, weil das Ding wacht sofort auf. Alternativ könnte ich natürlich mich auch hier hinten, ne, ich könnte quasi allesamt, könnte hier hinten aufstellen. Wir gehen hier außen rum, relativ großzügig. Hier außen rum. Und dann gehe ich hier rein, stelle mich hier dahinter, nutze das eigene Ding als Deckung. Und schieß dann da drauf und dann werden die aufwachen und werden mich angreifen. Dann mache ich erstmal die Dinger weg.
Ich muss halt irgendwie dann an die Geschütztürme rankommen, ne? Das wäre wahrscheinlich wirklich am leichtesten, wenn ich hier drauf schieße. Könnte ich auch alternativ, könnte ich auch das Ding hier wegreißen. Ich könnte mich quasi von hinten anschleichen, das Ding wegreißen und dann von hier unten da drauf schießen. Das würde auch gehen. Ist wahrscheinlich wieder auf dem Mist des Slugs auf einen Randy gewachsen. Ja, das sagst du was, wir finden das. So, Knuffelbär, grüß dich. Doch, mit Rauch, ja klar, mit Rauch wäre eine Idee. Also entweder müsste ich halt hingehen und mir einen Rauchwerfer bauen. Könnte ich natürlich, ohne große Probleme. Also ich hätte das sehr gerne, ne? Ich hätte die Energiezelle sehr, sehr gerne. Wir bauen uns einfach mal so ein Ding, wird schon passen. Den nehme ich mit herunter und dann versuchen wir irgendwie die Geschütztürme auszuknipsen. Dann schieße ich erstmal hier drauf. Es kann mir natürlich passieren, dass dann... Ja, wie soll ich sagen? Wenn wir auf die Geschütztürme schießen, dass die dann natürlich hochgehen und dann die Zelle mitnehmen. Das kann mir passieren. Ich hätte alternativ natürlich auch EMP-Granaten, ne? Jetzt ist die Frage, kann man die Geschütztürme auch mit EMP-Granaten ausknipsen? Ich glaube schon. Müsste man mal ausprobieren, aber ich bin mir relativ sicher, ja. So. Und ein EMP, ja. Ich könnte theoretisch sehen, mit den EMP-Granaten da drauf werfen, dann erstmal die Zelle sichern. Wobei ich darf die ja erst quasi anfassen, wenn die Geschütztürme kaputt sind, ne? Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich werde mich jetzt erstmal vorbereiten. Wir werden jetzt erstmal alle schlafen lassen hier. Die Männer kriegen jetzt halt einen Brummen rein. Das ist nicht so gut. Boah, minus 22. Ja. Wow. Der wird leiden hier. Ich glaube, ich hau den mal direkt in das Ritual rein. Bevor das, ne, komplett eskaliert. Wird halt wahrscheinlich auch nur mäßig. Ist mir das egal? Ich glaube, das ist mir egal. Wir machen das mal. Ich hätte das sowieso schon viel früher mal machen sollen. Wir müssten den dringend von dieser komischen Baumreligion wegbekommen. Das wäre sehr, sehr dringend. Nein, den Lumpi muss ich auch noch dringend überzeugen. So, wir starten das mal. Let's go. Alle aufwachen. Da hört er auch die Musik dazu. Im Nahkampf mit den beiden Schwertern und EMP, Rauch sollte doch gehen. Ja, es kann halt passieren, Nev, dass mir die Geschütztürme hochgehen. Ne, dass mir die Geschütztürme explodieren und dann stehe ich halt im Nahkampf da dran. Also es ist natürlich auch immer die Möglichkeit, dass die Geschütztürme sofort kaputt gehen. Je nachdem, wenn man die gut genug trifft. Ne, die zischen ja dann erst so ein bisschen vor sich hin. Komm ran, gewarschelt, Jasmin. Bitte schnell. Oh, dauert das lange. Jasmin diskutierte über die Falschheit der Abtrünnigkeit. Sprach über die Wahl der richtigen Überzeugung. Ich finde es toll, dass sie den einfach im Gesicht zuerst auf diesen Klotz da drauflegen, ne? Für Verbundenheit und Zugehörigkeit. Sandy hat eine Glaubenskrise, das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich umso leichter bekehren. Wie so ein Chipmunk. Ja, ne, reiß dich zusammen, du wirst gerade bekehrt, Maul. Nicht ausrasten hier. Den Fortschritt Richtung Zukunft. Boah, das hat ja gar nichts gebracht. 51%. Ja, Die meisten Argumente waren nicht nachvollziehbar. Der Konvertit konnte die wenigen sinnvollen problemlos kontern. Ja, toll, ne? We tried. Boah, der ist auch erst bei 85%. Es wäre halt leichter, den einfach gefangen zu nehmen. Aber der ist zu gut dafür.
den jetzt einzusperren und den auf die Art und Weise zu überreden. Beziehungsweise ich kann den ja auch nochmal bekehren. Komm, wir hauen direkt nochmal hinterher, Maul. Einfach nochmal eine Bekehrung. Der wird mir sowieso ausrasten. Nee, Maul, stell dich mal bitte hier auf. So. Das hat fast genauso wenig gebracht, aber hey, immerhin. Wir arbeiten dran. Hallo Twitch-Gucker, grüß dich. Da sind beide traurig, ich weiß. Wir müssen aber trotzdem langfristig, wir müssen daran arbeiten. Je schneller, desto besser. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Der Neff ist sowieso, also ne, der Maul, beziehungsweise der Maul ist jetzt sowieso komplett, ist sowieso alles vorbei. Das mittlere Proben und noch die Bäume verwüstet. So, besessen von Leichen, das habe ich mir fast gedacht. Wen willst du denn ausgraben? Haben wir überhaupt irgendjemand eingegraben, sagt mal. Das wäre mir jetzt eigentlich neu, wenn ich ehrlich bin. Oh, tatsächlich, wir haben einen einzigen eingegraben. Black Mage, den Knastbruder. Okay. Wenn du denn magst, unbedingt, meinetwegen. Wo bringst du den jetzt hin, wenn ich fragen darf? Lol. Einfach mal hier mitten in die Pampa geklatscht. Wahrscheinlich, um den Jasmin zu zeigen, ne? Hast du den gesehen, Jasmin? Kolonist nicht beerdigt. Ja, wisst ihr was? Wir verbrennen den jetzt einfach. Wieso war das denn ein Kolonist? Ist mir ein Kolonist hier gestorben? Nee, das war tatsächlich ein Gefangener, ne? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier alles sollte. Frag mich nicht. So, mag mir jemand, wer hat denn hier gute Laune? Wie wär's denn mit dir, Red? Bist du in Katharsis drin? Ich glaube schon, ne? Flake-Rausch. Ah, super. Du hast Flake genommen. Finde ich nicht so gut. Weißt du selbst. Flake-Rausch. Ja, Psychit. Okay, okay, wunderbar. Dann geh mal ein paar Leichen verbrennen, bitte. Wenn du dich schon zudröhnst. Menschliche Leichen. Wir nehmen tatsächlich auch unsere eigenen Kolonisten, genau. Den hier draußen also auch. Achso, Pause gedrückt. Das lag da nur so rum. Ja, ja, ne? Einfach mal reingehauen. Auch die harten Drogen. Immer diese Mods immer zugedröhnt. So. Eine Kapsel ist aufgekeimt. Ausgezeichnet. Die sollten wir ernten gehen, bevor sie verbrennt. Die ist auch direkt um die Ecke hier. Kannst du die uns kurz holen gehen? Konsumiert einfache Mahlzeit. Let's go. Die ganzen Tiere noch. Reiß dich zusammen, Jasmin. Alles wird gut. Wir müssen den Kolonisten möglichst schnell hier gleich noch verbrennen. Könnte Maul nicht bekehren. Das gibt aber auch nur minus 3. Hättest du nicht erstmal hier oben weitermachen können, sag mal? Wo rennt denn jetzt eigentlich Maul die ganze Zeit rum? Hier in unserer Bude. Da können wir mal ein bisschen Licht reinlegen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Sowieso auch mal einen Boden. Das wäre zum Beispiel auch nicht verkehrt. Ich versuche das wieder einigermaßen symmetrisch zu machen. Aufgrund der Türen ist das nicht so einfach. Gewitter ist übrigens auch sehr schlecht im Urwald. Logischerweise. So, hier noch hin. Passt das ungefähr? Nee, ne? Tatsächlich gar nicht. Ich sag ja, aufgrund der Türen ist das nicht so einfach. Da. Ah, jetzt fehlt hier nur eins. Ist ein bisschen too much wahrscheinlich, aber ist egal. So, das Dachfenster ist noch offen, ich weiß. Wir haben immer noch keine Säulen hier drin, weil wir immer noch keinen Marmor haben. Kolonist wurde beerdigt, das ist gut. Also beerdigt ist relativ. So, jetzt müsste ich mal ganz, ganz dringend hier langsam aber sicher den Kram reinbringen. Vor allen Dingen natürlich das hier, die Rauchblattblätter. Fengatu, magst du uns mal kurz helfen? Komm mal hier rüber, bitte. Dann machen wir mit dir mal eine Karawane.
Eigentlich wollte ich ja auch schon lange mal raiden gehen. Das wird heute wieder nichts, habe ich so das Gefühl. Naja. Irgendwann machen wir das schon noch, keine Sorge. Hier ist Kagato. So, dann nehmen wir das bitte noch raus. Zack, zack. Und dann kommt hier stattdessen das ganze Rauchblatt da rein. Alles. Alles, alles, alles. Wunderbar, entsenden. Ja. So, Kagato. Sei nicht unglücklich. Je schneller du arbeitest, desto besser. Musst du jetzt wirklich damit anfangen, sag mal. Oh, ich hasse es so sehr. Wir sammeln erstmal kurz. Wunderbar. Ich hab's gleich, ne? Mal wieder super umständlich alles. Aber keine Sorge. Nein. Nein. So, jetzt haben wir's. Oder auch nicht. Wenigstens hat er jetzt das ganze Rauchblatt dabei. Geht er jetzt da rein? Dann kann ich ja das trotzdem alles rausschmeißen, ne? So, oder? Geht das hier? Jo. Nee, geht nicht. Shit. Dann trägt er jetzt halt ein bisschen Rauchblatt mit sich rum. Wenigstens bei ihm dann. Und nicht bei uns. Ich könnte das theoretisch gesehen auch gleich so machen, wenn hier unten eine Karawane vorbeiläuft, dann kann ich das auch einfach aktivieren. Und dann können wir zumindest schon mal die beiden Dinger wegmachen, ne? Oder beziehungsweise die werden auch von der Karawane weggemacht. Das wäre auch eine Idee. Vielleicht gewinnen wir da sogar noch was bei. Macht man, warte mal, was? Macht man mit Rauchblättern mehr Geld als mit Bier? Weiß ich nicht, tatsächlich. Haben wir Bier zufällig hier? Glaube nicht, ne? Also ich kann dir sagen, dass ein Joint, wir haben doch bestimmt einen Joint hier rumliegen. Haben wir auch nicht. Habt ihr das alles verqualmt, oder was? Ah, ne, hier ist das. Ich kann dir zumindest so viel sagen, dass einer 11 wert ist. Und ein Bier weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist weniger wert. Hier liegt so viel Gras rum, ich ziehe mir mal was rein. Ja, anscheinend. Trönt sich mit Rauchblatt so. Ja, das Gebrumme, ne? Das ist das Problem. Das Gebrumme. Wann haben wir denn dich auf unserer Seite? Du müsstest doch jetzt eigentlich durch den Glaubenszusammenbruch da, bist du doch jetzt relativ, ja, 48. Haben wir denn eigentlich durchbekommen, sagt mal. Wundinfektion schwer. Sieht so aus, als würde er durchkommen, ja. Sehr gut, immerhin etwas. Das hier sortieren wir noch ein, genauso wie das hier. Das hier wäre vielleicht auch nicht schlecht. Genauso wie das hier übrigens. Jesus. So, die Besucher verlassen die Kolonie. Kann ich das auch komplett aus Holz bauen eigentlich? Nicht wirklich, nee. Ich brauche Stahl. Ich will am liebsten noch die Dings nutzen hier in den 2 Tagen noch die Inspiration. Die würde ich auch sehr gerne noch nutzen. Brauche ich halt ein bisschen Stahl für, ne? Ein bisschen was müsste ich vielleicht mal hier abbauen. Würde ja auch gehen. Ich will halt nicht so viel abbauen, dass wir dann jetzt hier in das Hühnergehege reinkommen. Machen wir vielleicht mal so. Okay, zumindest die ganzen Holzfallen stehen mal wieder. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Kagato schläft. Hast du erstmal den ganzen Krempel ausgeladen? Das wäre ganz gut. Hast du nicht. Drin ist auch alles ordentlich verschmutzt, ne? Das ist auch nicht... Oh Gott, stark verschmutzt. Ist alles stark verschmutzt. Warum putzt hier keiner mehr? Du bist am Forschen. Geh mal hier rüber und putz mal alles durch. Nee, nicht konsumieren. So.
Dann würde ich sagen, bauen wir dann doch hier nochmal einen Arbeitsplatz rein, wo dann natürlich das Ganze... Achso, ja, das ist mir egal. Ich habe gerade schon gedacht, ich hätte irgendwas nicht angenommen. Dann wollen wir hier bitte ein bisschen Rauchblatt herstellen. Genau, hier. Für immer. Na, vielleicht mal so. Lebiger Arbeiter, ist mir eigentlich egal. Direkt auf den Boden schmeißen. Wunderbar. So, was wetten wir denn, dass jetzt Invisible eine Lebensmittelvergiftung bekommt? Würde ich fest drauf wetten.